Sprechen ist auch nicht so meins. Seeflachs haben wir hier einmal rumliegen. Und, warte, ich sehe dich doch. Wäre ich doch wieder komplett reingelaufen. Geht's hier hin? Da ist nochmal Edelweiß. Oh, Fledermäuse. Ne, 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 Batman. Pow, bam, zop, bam. Fritz. So, das waren... Wo geht's denn hier runter? Achso, da haben sie einfach nur die Toten reingeschmissen. Oder es ist ein Whirlpool gewesen, der mit Salzsäure gefüllt war. Da haben wir auf jeden Fall nochmal Seeflachs. Ach, und jetzt sind wir wieder hier. Sehr schön. Mal gucken, ob hier noch irgendwas zu holen ist. Wer bewegt sich da hinten? Und erstmal gucke ich mal im Haufen nach. Kompendium 14. Und über die Alchemie. Kann man das untersuchen? Bla 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 bla. Ja, Kompendium. Verschiedenen Völkern Amalurs. Edelweiß, lassen wir auch alles mal hier. Ach, das sind so... Das sind Muscheln. Achso, was kann man hier einsammeln? Ach, da ist eine Flaschenpost. Süßer Avery, es ist klug, dass ihr euch vor diesen Kreaturen vorseht und ebenso, dass ich den Sinn meiner Worte entschlüsselt habt. Meine Einsamkeit war wohl zu offensichtlich. Ich schätze, ihr habt mich auch etwas über mich selbst gelehrt. Ich würde euch ja zu euch kommen, aber ich bin damit beschäftigt, den jüngsten Opfern diesen verfluchten Piraten zu helfen. Dieses verfluchten Piraten zu helfen. Was ist denn heute los mit dem Lesen? Sie plagen sich direkt südlich der alten Feste ab. Dort werdet ihr mich finden. Bria. Du hast nicht genügend Platz? Alter, Plunder? Nee, Plunder habe ich nicht. Gucken wir mal bei der Rüstung. Guck mal hier, das Todesgewand tragen wir gerade. Das ist toll. Roben des Todessturms. Was haben wir denn hier? Gamaschen. Potente Gamaschen. Ach, wir tragen eine Robe und deswegen ja kein Korsarenhemd oder sowas. Ah, okay. Treibholzsandalen. Robuste Beinschienen. Die können wir doch mal zum Plunder hinzufügen. Obwohl, die sehen eigentlich ganz nett aus. Kann ich denn hier bei den Waffen irgendwas? Da ist die Flammenklinge. Lalalala. Hier, Großschwert der Wildheit. Das machen wir mal. Meisters Feinklingen der Exekution? Naja, eigentlich brauchen wir ja nur einen Platz. Den Rest können wir ja immer noch... 1200 Gold gibt es dafür noch. Und dann nehmen wir hier doch mal... Ist nicht genügend? Hä? Ich habe doch Plunder zerstört. Inventar? Accessoires. Eigentlich müsste ich doch ein bisschen Platz noch haben. Gegenstände? Kann ich hier irgendwas, was ist das hier? Alchemistischer... Ach so. Okay. Achso, okay. Achso, das sind meine alchemistischen Rezepturen. Jetzt verstehe ich das erst. Das Mal des Königs, Goldklumpen, Asterkarte, der Vertrag. Was haben wir hier? Fleisch. Alter Dwergertext. Unleserlich. Ja. Das hilft ja sehr. Wieso kann ich denn das nicht mitnehmen? Sehr merkwürdig. Na gut, dann lassen wir es erstmal hier. Ich hoffe mal, wir werden uns dran erinnern. Ein Langschwert. Was kann das? 56 Körperschaden.
Ach komm, nehmen wir mal mit. Inventar ist voll. Wieso ist denn das Inventar immer noch voll? So, was sind hier bei den sekundären? Ah, die Beine der Gottesanbeter. Guck mal hier, die können wir doch mal zum Plunder hinzufügen. Dann gehe ich jetzt nochmal in den Plunder hinein. Alles zerstören. Und jetzt nehme ich mal doch die hier mit. Du hast nicht genügend Platz im Inventar. Das ist ja witzig. Ist das ein Bug? Soll das so sein? Wer ist hier eingesperrt worden? Und was in der Truhe drin? Aalblatt, nehmen wir noch mit. Komm mal hier, Link. Das gibt Körperwelten oder was? Die bleiben doch nicht so sitzen, die Skelette. Die sind doch nicht verbunden, die einzelnen Knochen. Es sei denn, sie hat sie zusammengenäht. Was in sich schon sehr merkwürdig wäre. So. So. Jetzt beeil dich mal. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Sachen verkaufen. Ist ja merkwürdig. Oder haben wir in unserer Feste vielleicht eine Möglichkeit, unseren Mist auszulagern? Hier ist wieder ein Bär. Der heult gleich wieder rum. Ja, wusste ich's doch. Na, komm her schon. Ja, siehst du, wenn du nämlich uns an. Ich wäre einfach nur vorbeigelaufen, aber nein, du musst ja hier einen auf dicke Hose machen. Oh, guck mal, da ist nochmal Blutwurz. Und hier kommen wir runter und da unten sind nochmal ein paar Boggarts. Guten Tag. Oh nein, hier ist auch eine Sumpfborke. Ah, Mist. Kann auch wohl nicht sein. Oh, Wölfe auch noch? Sag mal, das ist ja. So, jetzt wollt ihr mich aber ärgern, ne? Haben da auch noch doofe Wölfe dazu. Beinpanzer, Silvanit. Was haben wir hier? Ah, guck mal hier. 70 von 70. Kann doch nicht sein. Ich habe doch eben noch was zerstört. Warte, dann muss ich erstmal. Dann reisen wir einmal kurz zurück. Weltkarte. Sehr schön. Was haben wir hier? Klippenbruchwehr. Krabbenstand. Trostkap. Schnellreise. Zack. Das ist ja merkwürdig. Und dann verkaufen wir hier mal wieder was. Hier muss die. Im Westen ist es gefährlich. Ja, deswegen gehe ich da auch Alle mal sind hin. in heller Aufregung wegen der Darbringung. Ich halte den Mund und mache meine Arbeit. Die Spieler der Götter und Menschen sind nichts für mich. Das ist doch mal eine vernünftige Einstellung. So, ich verkaufe dir jetzt erstmal was. Das Korsarenhemd. Das klingt auch interessant. So, und zwar potente Gamaschen der Blitzhemmnis. Die verkaufe ich dir. Dann die Stahlkette, was kann die? Ach, die kann durch Bohrung schaden. Was haben wir hier noch? Essenz des Schicksals. Regenerationstrank, verkaufen, zack. Lebensregeneration, behalten wir nochmal. Mana-Regenerationstrank. Großer Mana-Trank behalten wir auch nochmal.
Edelweiß können wir verkaufen. Egelholz, Borke, Nabholz, Borke, Seeflachs können wir auch verkaufen. Alle drei, die wir da haben. Weißflocke auch. Blutwurz, Himmelsblüte können wir auch noch verkaufen. Und Aalblatt verkaufen wir auch. Und Schattenglutaugen behalten wir. Sativa-Fasern. Gemme der Verwesung haben wir auch. Goldklumpen, die können wir mal verkaufen. Siehste, feines Haar verkaufen wir auch. Was sollen wir mit feinem Haar? Funkelnde Magiescherbe, die verkaufen wir auch. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Das hier ist dieser ganze andere. Guck mal hier, 6 Fische. Ja, kriegen wir nichts für. Für Fleisch auch nicht. Freier Mann, Lagerkiste, okay. Dann gehe ich jetzt nochmal nach oben. Und dann Siegelring der Balladen. Meistersring. Wollte ich den verkaufen? Der macht plus 60 Mana. Ach komm, den brauche ich auch nicht. So, Strandgut-Chakrams. Die können wir verkaufen, weil... können wir die verkaufen? Ich bin auch heute... Ich drücke immer auf Verkaufen und nicht auf Vergleichen. 31. Ja, komm, die verkaufen wir. Ach. Alles weg. Alles raus, was keine Miete zahlt. Vergleichen. So, was hat das Ding? 34 Feuerschaden. Bla, 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 bla. 85% Mana plus 20% Schaden. Ach, komm. Kaufen wir Gerostat. Was ist das für ein Ding? Geschwindigkeit langsam. Ach, das ist ein Dingens. Das ist ein Großschwert. Das verkaufen wir mal auch. Haldebiers und Flammenklinge. Was ist das für eine? Okay, das ist eine vernünftige. So, komm, jetzt haben wir 61. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Guck mal hier, wir haben ja... So, wie war das nochmal mit Energie? Ah, so. Und dann reisen wir auch gleich mal wieder zurück. Genau, Klippenbruchwehr, Krabbenstrand, Schnellreise. Oh, warte, was ist das hier? Schlickgriffwehr, hier sollte es doch eigentlich hingehen. Ach ja, stimmt, ja auch im Westen und nicht irgendwo anders. So, jetzt können wir auch mal hier die Flaschenpost mitnehmen. Entschuldigung, dass das ja so... so gruselig hier alles ist. Aber kann ja niemand ahnen, ne? Komisch, vor allem, ich hatte doch die Sachen zerstört. Eigentlich hätte ich doch... Weiß ich nicht, eigentlich hätte ich doch einen Platz haben müssen. Eigentlich sogar 2 Plätze, also 2 von 70. Aber irgendwie wollte das nicht so, wie ich wollte. So, dafür nehmen wir dann halt diese große, schwere... Flaschenpost mal mit. Ja, jetzt geht's auch. Flaschenpost Nummer 6. Hier hatten wir auch nochmal ein Schwert drin, ne? Was konnte das? 56 konnte das. Ja, das nehmen wir nochmal mit. Und dann gehen wir hier wieder raus. Aber es ist eine schöne Robe, die ich habe. Guck, so sieht die von vorne aus. Die hat schon was, finde ich. Aber wie ich ja jetzt gelernt habe, tragen wir da keine Hose drunter. Also wird unser Hab und Gut, sag ich mal, immer schön mit Seeluft durchlüftet. Und das ist ja auch nichts Verkehrtes. Keine, da haben wir keine Reagenzien. Und wir gehen jetzt mal hier wieder raus, so. Oh, schwarzer Kohosch. So soll's doch sein. Dann waren wir, glaube ich, hier lang gelaufen. Genau, und da unten war ja noch was zum Einsammeln. Was haben wir hier? Prismärehammer, Fleisch haben wir auch. Brauchen wir nicht unbedingt. Aber hier haben wir noch was zum Einsammeln. 118 Gold.
Ach, Großschwert und Beinpanzer vergleichen? Ach ja, das war ja nix. Das war ja so gar nix, ne? So, wo kommen wir denn jetzt hier lang? Ah, jetzt müssen wir hier einmal um Pudding laufen. Und da ist wieder ein Wolf. Stirb, du Wolf. Haha, hast du wohl so gedacht. Oh. Haha, und ich habe alle getötet. Also alle Wölfe. Bis auf Weichkrabbelpulver. Nein, bis auf die Schildkröte. Ich hatte ja in der letzten Aufnahme Gemme des Lichts. Was kann die? Plus 10 Schaden bei Tag. Oh, nehmen wir mal beide mit. Vielleicht können wir die ja irgendwann gebrauchen. Oder verkaufen. Vor allem, da machst du schön mal 20% mehr Schaden. Ne? Einfach so. Ist hier noch irgendwas zu finden? Nee. Ah, guck mal hier. Da hinten ist noch ein Käfig oder sowas gebaut worden. Da kommen wir aber, glaube ich, im Moment nicht hin. Vielleicht später. Au. Ja, und dann kommt da noch der Wolf. Haha, hast du ja so gedacht, ne? Meister Petz. Aua. So, genau. Was ist denn heute mit dem Ton los? Ich glaube, irgendwie ist er heute so ein bisschen... verzögert. Also auch auf meinem O. Auf meinem O. Ja, auf meinem O auch. Was ist das hier? Ein Gea-Schrein. Geas Reserve. Ja, jetzt haben wir eine Reserve von 30 Minuten. So. Ach, da hinten sind sogar Gegner. Sogar relativ viele, wie ich das so sehe, auf der Karte. Da ist auf jeden Fall schwarzer Korsch, das ist das Wichtigste. Und hier oben ist irgendwo so ein Böppel. Ist das Kane? Kay. Okay. Kane. Ja, das ist Kay. Schon wieder einer, hm? Akara holt sie einfach immer weiter ein. Wie Fische, die in seinem größer werdenden Netz zappeln. Also was wollt ihr, Schiffbrüchiger? Die einfachste Antwort auf eure Probleme liegt hinter diesen Klippen. Ein kurzer Sturz und dann nur noch Frieden. Das klingt doch schon mal ganz gut. Aber Alda sagte, du könntest mir helfen. Der Priester also. Dieser Narr. Wie kommt es, dass die meisten Spielfiguren nicht einmal wissen, dass sie nur Teil eines Spiels sind? Alle paar Jahre schickt mir Alda eine verzweifelte Seele. Und betet dafür, dass ich ihr die Weisheit eines Schicksalswebers anbieten kann. Aber ich habe keine Hoffnung zu geben. Ich habe überhaupt nichts. Dafür hat der tote Kell gesorgt. Seht euch doch nur um. Wir sind verdammt. Und wo ist der tote Kell? Wo er ist? Überall, ihr Narr! Überall! Versucht, die Insel zu verlassen, und der tote Kell ist da. Versucht, euch in den Wehren zu verstecken, und der tote Kell ist da. Es wäre einfacher, seinem eigenen Schatten zu entfliehen. Und ihr seid ein Schicksalsweber? Ich war es. Ihr wisst also von den Schicksalswebern? Ihr wisst, dass wir eine tragische Brut sind, bestimmt für ein Leben der Einsamkeit und Enttäuschungen. Warum sollte man denn den Karten lesen, wenn man ohnehin schon weiß, was sie einem sagen werden? Ich werde auf dieser Insel sterben. Genau wie ihr. Hm. Noch ist ja nicht alles verloren. Ich habe nämlich dieses Ding mit dem Schicksal. Ha! So spricht nur einer, der gerade erst aus dem Wrack gekrochen ist.
Ihr habt keine Ahnung von den Mächten, die sich gegen uns verschworen haben. Der tote Kell ist kein einfacher Mann. Oh nein. Er wurde von Akara berührt. Solange sein Schiff, die Requiem, hier auf Galgens End vor Anker liegt, ist keiner von uns frei. Besorgt mir dieses Schiff. Dann werde ich euch vielleicht erzählen, was ihr wissen wollt. Vielleicht. Der tote Kell kennt Akara? Es heißt, der tote Kell sei der einzige Sterbliche, der Akara je selbst gesehen hat. Der einzige, der je als Ebenbürtiger mit ihm gesprochen hat. Nicht einmal die Nachfahrin war Akara jemals so nah. Und sie ist durch Magie mit ihm verbunden. Nun wisst ihr, warum Kell so lange, nachdem er angeblich von den Alphar getötet wurde, noch immer eine Gefahr ist. Er ist kein natürliches Geschöpf. Sein Leben ist sowohl Segen als auch Fluch. Erzählt mir von diesem Schiff. Es heißt die Requiem. Vor Jahren gehörte das Schiff noch der Geliebten des toten Kell, der flüsternden Hexe. Als jedoch sein Flaggschiff, die Sturmbringer, vor der Küste versenkt wurde, brauchte er einen Ersatz. Soweit ich weiß, ist sie das einzige seetüchtige Schiff auf ganz Galgens End. Sie zu besitzen, wäre unbezahlbar. Für alles andere gibt es Mastercard. Okay. Ich bringe euch von dieser Insel. Dann werdet ihr Erfolg haben, wo alle anderen gescheitert sind. Aber ihr werdet die Requiem nicht in euren Besitz bringen, weil ihr schon längst tot sein werdet, bevor ihr sie auch nur zu Gesicht bekommt. Das Schicksal lässt sich nicht ändern. Was tragisch ist, da ich euch wirklich alles erzählt hätte. Ja, dann kannst du das ja jetzt eigentlich auch machen. Wo ist denn das Schiff genau? Der tote Kell und seine Gehängten halten das Schiff im dunklen Hafen unter Verschluss. An ihrer eigenen Anlegestelle, nordwestlich von hier. Das ist Liam Neeson. Das ist die Synchrostimme von Liam Neeson. Achtet mal drauf. Was weißt du über Akara? Ihr wisst ebenso gut wie ich, dass Akara nicht existiert. Seine Magie ist reine Illusion und sein Wille nichts als Zufall. Fallt nicht den Worten seiner leidenschaftlichen Verehrer zum Opfer. Ihr werdet mir für diesen Rat noch dankbar sein. Und was kannst du uns über Alder Maloy sagen? Er ist ein guter Mann, aber schrecklich fehlgeleitet. Alder will an etwas Gutes glauben, damit er seine Gefangenschaft hier nicht als Strafe für seine Vergangenheit sehen muss. Allerdings würde kein guter Mann jemals auf Galgens End landen. Doch. Kapitänin Brettigan ist doch eine gute. Der tote Kell, was weißt du über ihn? Lasst euch von niemandem erzählen, Akara herrsche über diese Insel. Derartige Behauptungen sind ein Trugschluss. Der Pirat ist der Einzige auf Galgens End, der wirkliche Macht besitzt. Und er wird sich letztlich zurückholen, was ihm gehört. Ihr werdet schon sehen. Und die Darbringung? Sie ist der Gipfel der Idiotie. Auch wenn sie noch so große Narren sind, so finden die Bewohner von Trostkap doch immer wieder beeindruckende Wege, ihre eigene Dummheit noch zu überbieten. Jedes Leben, das Akara dargebracht wird, ist ein verlorenes Leben. Da stimme ich jetzt mal so zu. Und die Nachfahren? Ich weiß von ihnen. Ich will damit nicht sagen, dass ich diese Praxis gutheiße, denn das tue ich nicht. Aber es ist schwierig, sie auf dieser Insel zu übersehen. Die Nachfahrin ist Akaras größter Triumph. Sterbliche sind gutgläubig. Und wenn eine der ihren es ihnen sagt, folgen sie auch einem Gott. Und die Wache der Nachfahrin? Sie sind seltsame Geschöpfe, diese Wächter. Haltet euch von ihnen fern. Ihr werdet mir für diesen Rat noch dankbar sein. Was weißt du über die flüsternde Hexe? Unterschätzt die Hexe nicht. Ich bin ein Schicksalsweber. Doch sie besitzt Kräfte, die sogar mein Verständnis übersteigen.
Ich sehe zu, wie sich die Fäden des Schicksals zu unveränderlichen Mustern verweben. Doch die Hexe ist anders. Sie spielt auf diesen Fäden wie auf einer Harfe. Ihre Macht liegt in ihrer Fähigkeit, sich zwischen dieser Welt und der Welt, in der Schicksale geschmiedet werden, aufzuhalten. Dort, zwischen Bestimmung und Möglichkeit, verbirgt sie sich. Ah, mach dir mal keine Sorge. Wir spielen das Schicksal wie eine E-Gitarre. Galgens End, was weißt du darüber? Es gibt von dieser Insel kein Entkommen. Das werdet ihr im Laufe der Zeit schon herausfinden. Das Schicksal bindet uns an ihre Strände. Und nur die untergehende Sonne kann ihr jemals wirklich entkommen. Und selbst das nur für wenige Stunden. Erzähl mir mehr über dich. Ich bin schon länger als eine Lebensspanne auf dieser verfluchten Insel. Länger als ein Mann gerechterweise auf seinen Tod warten sollte. Aber es ist nun mal mein Schicksal, zu warten. Ich bin dazu bestimmt, hier zu bleiben, bis sich mein wahrer Lebenszweck offenbart. Aber ich habe so lange gesucht. Und nun wünsche ich mir nur noch zu entkommen. Egal wie. Ach, jetzt spiel mal hier nicht die Beleidigte. Kommt wieder, wenn euch meine Gabe von Nutzen sein kann. Ja, spiel mal hier nicht die beleidigte Leberwurst. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, hier.